Und somit herzlich willkommen ein letztes Mal zu The Legend of Spyro The Eternal Knight. Heute mit den ganzen Extra-Bildern, wir haben ja schon die Drachenherausforderung gemacht und ich habe mir so gedacht, ja gut, du kannst ja hier zu den Bildern einfach mal dieses Fazit durchhauen, weil es ansonsten, ich weiß ja nicht, also ich habe das jetzt nicht in den normalen Credits gemacht, da habe ich vielleicht das Let's Play an sich angesprochen, aber nicht das Spiel an sich und deswegen, ja gut, hier nochmal nachgerückt mit allen 200 Bildern natürlich, das kann eine Weile dauern. Ja, ich fange einfach mal an mit der Musik und dem Sound. Da habe ich dem Spiel 7 von 10 Punkten gegeben und dazu habe ich mir notiert, dass ich die Mucke, also warum jetzt im Grunde, begründet es eigentlich, nochmal von vorne, also nicht von vorne, aber, ach du Schande, ja, ist wundervoll das Video gerade, okay. Ich höre auch selbst gerade nichts von. Von daher, ja, auf jeden Fall fand ich die Mucke vom Piratenschiff recht gut. Oder die vom finalen Fight. Die wird man dann auch nochmal später in Dawn of the Dragon nochmal hören. Da ist die sogar relativ oft dran. Es gibt da später solche Elite-Gegner. Und, ja, Elite-Partner natürlich. auf jeden Fall war das schon dann so. Also da kommt dann halt auch diese Boss-Mucke, glaube ich, vor. Nee, das war nicht die Boss-Mucke, oder? Es gab auf jeden Fall so eine geile Mucke, die dann später auch nochmal in Dawn of the Dragon vorkam. Als wir diese Statue gesehen haben von dem Dunkelmeister, also kurz vorm Endboss, da spielte die Musik, genau dieses nee, warte, das war auch wieder eine andere Mucke. Boah, es gibt so viele Mucken. Also, ich habe jetzt genug Beispiele genannt, auch wenn es nicht das Beispiel war, was ich meinte. Es gibt hier sogar Bilder von A New Beginning. Und ist natürlich auch ganz interessant. Man hat sie ja nicht in New Beginning reingebracht. Keine Ahnung warum, aber ja gut, muss man jetzt halt mitleben, ne? So, allgemein ja sollte auch ein Film zu The Legend of Spyro kommen, deswegen, ja, ich weiß nicht. Wäre schon irgendwo geil gewesen. Die ersten zwei Teile bestimmt nicht ganz so, aber der dritte wäre dann halt echt so. Ja doch, der dritte, der wäre dann halt noch ein bisschen storylastiger. Ach, keine Ahnung, das wäre. Hätten sie schon irgendwie erledigt. Wäre auf jeden Fall geil gewesen. So, nun kommen wir zu dem Punkt Innovation. Und da gebe ich dem Spiel 5 von 10 Punkten. Das Einzige, was ich jetzt wirklich so als Innovation erachten kann, ist die Drachenzeit. Also es ist wirklich was Gameplay-Technisches. Ansonsten vielleicht noch dieses Links-Rechts-Kämpfen. Also dass man nicht so eine, dass man nicht laufen kann, wohin man will, sondern diese Links-Rechts-Kämpfer, dieses, ja, Screen-Kämpf im Grunde. Dass man auf einer zweidimensionalen Ebene läuft. Und, im Grunde nicht so viel freie Wahl hat. Naja, im Grunde ist das derselbe Modus, den man auch in A New Beginning hat, nur halt wirklich eingeschränkt in der Steuerung. Ja gut, dann gibt's noch die zwei Kampfattacken, diese zweite neue. Früher hat man ja immer Feuerbälle gespuckt in A New Beginning. Jetzt spuckt man halt gar nichts als zweite Attacke, sondern rammt die Gegner weg. Das gleiche gilt ja für andere Attacken auch, für Elektroatem zum Beispiel, den Wirbler, für den Erdatem, diese Shockwave und für den Eisatem war das dann dieser Twist, ne, auch so eine Art Dreher. Ja, auf jeden Fall ganz interessant, aber es ist halt auch nicht mehr so, sowas Neues. Mein Hals ist immer noch ein bisschen angeschlagen, von daher, ja, kann ich das auch mal ansagen, vielleicht werde ich gleich einen Husten rausschneiden müssen, wenn ich es nicht vergesse. Zur Steuerung kann ich nur 4 von 10 Punkten geben. Sie ist zwar, warte mal, was steht denn hier? Ja, sie ist sehr ungenau. Das ist einfach so ein Problem. Also, man kann Spyro, wenn man sich bewegt, nicht genau lenken. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe die Steuerung jetzt nicht ganz so im Kopf. Oder in Erinnerung. Nur, ich glaube, wenn man nach vorne gedrückt hat, dann hat man nicht dieses Beschleunigungsgefühl, welches man. Also es ist ja so, wenn man ganz leicht auf den Analogstick drückt, das kann man gerade in Banjo-Tooie richtig gut sehen. In dem zweiten oder dritten Part. Da gibt es so ähnliche Stellen, da muss man schleichen. Und ich glaube, dieses Schleichen, das existiert in dem Spiel einfach gar nicht, weil Spyro dann sofort lossprintet. Das ist einfach dieses Problem bei der Steuerung, dass Spyro halt wirklich nicht genau irgendwo landen kann. Oder gerade beim Gleiten ist es halt sehr problematisch. Ja, dass man da wirklich halt schon sehr. Man muss nicht genau sein, man muss. Es ist halt eher so eine grobe Steuerung, das ist das Problem. Ja, gut. Das war's dann von der. Nee, von der Steuerung war es das noch lange nicht, denn
Auf dem Wii-Teil gibt es natürlich auch noch ein großes Problem. Gut, so groß ist es jetzt gar nicht im Let's Play gewesen, aber wenn man irgendwie die Fernbedienung schüttelt, dann fängt's, den Nunchuck schüttelt, dann beginnt Spyro zu rennen und es ist recht schwer, sich da irgendwie rauszuwinden aus diesen Rennen. Und da ist dann doch ein bisschen kacke, dass man das Rennen wirklich mit dem Analogstick oder mit dem Nunchuck gemacht hat, dass man den schwingen muss. Vielleicht ein bisschen kacke, ja. Okay, oder allgemein die Rennsteuerung, aber das ist ja seit A New Beginning so. So, Level, Welten und Design, und da bin ich tatsächlich ein bisschen begeistert von, ne? Es muss jetzt mal langsam ein guter Punkt kommen. 8 von 10 Punkten. Die Thematik des Piratenschiffs finde ich soweit recht... Also da war ich schon sehr begeistert von. Auch der Brunnen der Seelen, der war grafisch recht gut gelöst. Also der war schon eindrucksvoll. Vielleicht die kleine Tatsache, dass man... Ja gut, das ist aber eher YouTube-bedingt, dass das so dunkel ist, aber ja gut, das ist halt in der Form ein Kritikpunkt. Ansonsten, ja, ich finde jetzt vielleicht nicht, dass die ersten beiden Level sich großartig unterscheiden. Da hat man ja erstmal den Tempel, diesen Wald, sieht man auch hier aktuell gerade. Also im Grunde den Bereich davor. Und danach kommt schon dieser Hain, der im Grunde auch ähnlich war. Nur halt, dass die Steuerung ein bisschen zugenommen hat. Wo könnte ich das denn eigentlich? Also zur Länge, okay. Ja, machen wir das einfach mal. Länge und Streckung. 9 von 10 Punkten. Da finde ich jetzt zum Beispiel nicht, dass das Spiel so arg lang gestreckt wird. Denn wenn man sich einfach, wenn man gut durch das Spiel durchkommt, die Steuerung beherrscht, dann wird man auch nicht so große Probleme haben. Und dann hat man das Spiel auch recht schnell durch. Also da wird es dann halt wirklich, es kann wirklich nur an diesen schwierigen Stellen hapern. Und da das im Grunde auch der zweite Teil zu A New Beginning ist, ist diese Schwierigkeit dann doch irgendwo begründet. Weil, ja, also nochmal genau dieselbe Schwierigkeit und vielleicht nur, ja, Story-Abweichungen wäre ein bisschen zu öde, würde ich behaupten. Das hat man ja auch bei Mario so gemacht, ne, hier Lost Levels. Ist jetzt nicht der Vergleich hier Super Mario zu Lost Levels, aber, ja, ist schon so ein bisschen so, ne? Also, da gibt's halt hin und wieder mal so eine kleine, schwierige Passage, die dann doch ein bisschen... die ab und zu auch nervig erscheinen kann, gerade wenn man keinen Checkpoint so lange Zeit hat. Und dann 50 Milliarden Gegner nochmal umbringen kann. Also, dann erachte ich das schon irgendwo als Streckung. Aber, so an sich ist es... Ja, komm. Ist schon solide. So, als nächstes Charaktere und Gegner. 8 von 10 Punkten. Da fand ich zum Beispiel, dass die Arena recht gute... gerade wo wir es hier sehen, ne? Ich spreche alles zeitgleich an. Ja, fast zeitgleich. Der Anfang war jetzt nicht so. Ja, auf jeden Fall die Arena, die hatte drei Bosse hintereinander. Wobei man auch sagen kann, dass im Grunde nur einer wirklich so ein richtiger Boss war. Und das war der rasende Reiter. Der Henker. Der kam ja dann nochmal in Form von einem Geist auf. Oder von vier Geistern im Grunde. Diese Elementargeister. Von daher, ich weiß nicht, ob man den jetzt richtig vollwertigen Boss betiteln kann. Gerade die Patzerschwänze nicht, weil die einfach nur als normale Gegner auch auf dem Schiff auftauchen. Von daher, ja, waren sie jetzt nicht wirklich Bossgegner. Aber von den Bossgegnern, die man gehabt hat, waren sie eigentlich schon gut, würde ich behaupten. Wir gehen jetzt mal einfach die Bossgegner durch, ne? Zum Anfang den Meuchler. Da hat man im Grunde die neue Steuerung eingeführt. Die neue Kampftechnik. Und soweit es geht, war der Kampf jetzt auch nichts Sonderliches oder Atemberaubendes. Es war einfach, ja, einfach mal diese neue Kampfart vorgestellt. Den Arboric, da gab es nochmal eine Schwierigkeit und vielleicht sogar eine Nervigkeit, wenn man gestorben ist in der zweiten Hälfte. Dann, ja, das habe ich selbst auch schon oft genug erlebt, dass man dann einfach die erste Phase dann nochmal neu machen kann. Das ist nervig. Der ist vielleicht ein bisschen negativer anzusehen. Dann, ja, wirklich der rasende Reiter, welcher sich wie die Lok verhält, also wie hier, nicht Chuffy, Chuffy ist das Banjo-Tooie, um das Ganze nochmal anzusprechen hier. Ich sag da oft Chuffy, ich weiß. Loki? Nee. Wie hieß sie? Dumpfy, so hieß die. Ja, genau, Dumpfy war die gute Lok. Auch im Grunde eine Schwierigkeit, funktioniert im Grunde genauso, nur ohne Schienen. Ja, den Henker, den kann man auch ganz leicht besiegen mit der Drachenzeit.
Was gibt's denn noch? Boah. Ja, im Grunde dann nochmal Scap. Da hat man auch eine interessante Kampftechnik eingeführt mit den Haken, dass er sich erstmal festhängen muss. Ja, dann kam Scap nochmal in anderer Form. Da war der richtig luschig. Da haben wir einfach Schwall eingesetzt und weg war der. ja, und zum Ende hin gab es dann halt nur noch diese Zwischenbosse, diese Geister. Dann hat man Cinder nochmal aufleben lassen. Also, man hat da sehr viel recycelt, merkt man auch. Ja, gut. Ja, wie gesagt, 8 von 10. Da will ich jetzt auch nichts dran rütteln, denn sonst muss ich nochmal was ausrechnen. Und der Endboss, der ist im Grunde, wenn man nicht, also der Endboss, der ist auch recht gut. Also von der Taktik her. Von der Taktik her schon, aber ich habe das halt echt schon erlebt, dass ich irgendwie in der, ich weiß nicht, ob das in der letzten Form war, in dieser letzten, nicht in der letzten Form, sondern in der letzten Runde, wo man im Grunde nur den Schwein machen kann, dass ich das nicht irgendwie gecheckt habe und dass er mich dann nochmal weggeownt hat. Das habe ich so in Erinnerung. Ich weiß nicht warum, aber, ja, kann sein. Dann kann man den ganzen Kampf natürlich nochmal von vorne machen. Also das liegt ja natürlich auch mit Dummheit zusammen, ne? Das liegt dann auch mit Dummheit zusammen. So. Ja, nee, im Allgemeinen würde ich dem Spiel jetzt nicht eine sonderlich hohe Note geben. Irgendwo 85% habe ich. Also ich habe mir jetzt 85% aufgeschrieben. Da gibt es bessere Spyro-Teile. Auf jeden Fall. Wobei ich das jetzt schon in New Beginning vorziehen würde. Es sei denn, man hat jetzt wirklich noch nie einen The Legend of Spyro-Teil gespielt. Dann würde ich wirklich zu A New Beginning raten, weil das dann wirklich von der Steuerung auch einfach, also nicht von der Steuerung einfacher ist, ist ja im Grunde dieselbe Steuerung. Nur ich würde das halt jedem raten, der noch nicht mit der Steuerung so vertraut ist. Das ist natürlich ein Unterschied. So, insgesamt kommen wir dann auf 75% und wir sehen nochmal die letzten Bilder hier von The Legend of Spyro, The Eternal Night. Ich bin immer noch ein bisschen krank, ne? Hört man. Ekelhaft, ich muss gerne wieder Tabletten nehmen hier, ey. Oder Lutschbonbons, oder wie die auch mal heißen, die Viecher. Die Viecher, natürlich, das sind solche Kakerlaken, die ich in den Mund nehme, ne? Okay. Ja. Der Historiker ist auch eine gute Person. Ich frag mich gerade, warum ist der... Da drüben ist der Brunnen der Seelen, jetzt auf diesem letzten Bild, ne? Da war der Brunnen der Seelen im Hintergrund, aber die Bergfestung schon ein Berg davor, oder wie? Aber die ganzen Bilder sehen schon eindrucksvoll aus. Das kann man sagen. Vor allem auch mit der Story, das ist auch richtig nett umgesetzt. Ja gut, wobei von der Story kann ich sagen, dass es vielleicht ein bisschen komisch wirkt, dass Spyro erstmal... In der ganzen ersten Welt kommt gar nicht mal so eine richtige Story zugrunde. Ab der zweiten Welt sucht er dann den Baum, ab der dritten Welt... Also man leitet... Ich finde es sogar eigentlich recht gut, dass man nicht so geleitet wird, dass man nicht so wie in A New Beginning die ganze Zeit so... sagt, ja, du hast jetzt hier den Voltaire zu retten, danach hast du den Cyril zu retten und dann den Terrador, dass man so im Grunde, und dann den Ignitus, dass man wirklich im Grunde nicht mal so voraussehen kann, welche Atemfähigkeit als nächstes ansteht. So finde ich das im Grunde recht gut. Man hat auch die Reihenfolge geändert, ich verstehe jetzt nicht warum, aber ja, wahrscheinlich gameplay-technisch ist das so bedingt, dass man in der zweiten Welt wirklich den Eisatem hat, um über diese Flüsse rüberzukommen. Naja, das ist auch Ansichtssache oder Geschmackssache, wann jetzt ein wichtiger Atem drankommt. Der Elektroatem jetzt letztlich, der war sogar ganz stark zum Ende hin. Der war sogar ganz stark. Hier sieht man nochmal, dass die ganzen Gegner verschiedene Rüstungen anhatten. Also, dass es nicht so simple Modelle waren, die immer vereinzelt auftreten, sondern dass sie wirklich verschiedene Rüstungsarten drauf hatten. Das ist auch ganz nett. Der Meuchler. Mit der sabbernden Bestie. Und das soll hier der Obermakko sein. Hier der Graul. Da sieht das Artwork aber ein bisschen scheiße aus, muss ich echt sagen. Da ist die Statue. Ah, und die Statue steht direkt über der Kampfplattform vom Finale, okay. Das habe ich so auch noch nicht beachtet. Oder das war jedenfalls so gedacht. Da ist der böse Affenkönig Graul. Ignitus, der das Ei versteckt. Die ganzen Affen, die das Ei von Cinder finden. Sparks, wie er aus dem Ei gekrochen ist. Aus einem anderen Ei natürlich. Cinder, wie sie vergiftet wurde vom
Nicht vom Dunkelmeister, sondern von Graul. Ja. Sind doch nochmal schöne Rückblicke, ne? Ich verabschiede mich hier an der Stelle. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch die ganzen Bilder hier so ein bisschen besprechen, ne? Da zum Beispiel hier der Dunkelmeister. Oder wie er... Ich kann ja schon mal sagen, wie er in Dawn of the Dragon heißt. Da heißt er nämlich Malefor. Oder ja, im Grunde Malefor, wenn man das jetzt im Deutschen reinspricht. Da spaltet der Elektrizität. Ja. Und um den wird's dann in dem nächsten Teil gehen. Um Malefor. Das ganze Gebiet hieß ja irgendwie so Malefor, ne? Also da hat ja Ignitus in der ersten Sequenz, wo er auftauchte, oder in der zweiten Sequenz gesagt, dass sich Dunkelheit über Malefor ausbreiten wird. Also heißt das ganze Gebiet im Grunde Malefor, obwohl, ja, weil der Dunkelmeister irgendwie Malefor heißt. Das ist ein bisschen komisch. Warum hat man das Gebiet so weiter genannt? Und wahrscheinlich ist auch einfach das Gebiet um den Brunnen der Seelen so genannt worden. Kann auch sein. So. Ja, das war's von The Legend of Zelda, of Spyro, The Eternal Knight. Bis zum nächsten Projekt. Tschüss und bye bye.